Hallo und herzlich willkommen bei 24 Fashion TV. Heute mit einem sehr spannenden Thema, mit einem Lieblingsthema natürlich von mir und von euch, von den Frauen. Und zwar geht es um Schuhe. Denn für uns Frauen gibt es natürlich nichts Spannenderes und Vielfältigeres als die immer wechselnde Schuhmode. Von Blockabsätzen über Sneakers mit Absätzen und die neuesten Riemchensandalen zeigen wir euch jetzt hier alles. Und unterstützen wird mich heute niemand Geringeres als der Balancegott, der Laufstegkönig Jorge González. Jorge González sorgte mit seinem Chicas Walk bei Deutschlands glamourösester Castingshow Germany's Next Topmodel für Furore. Shows und Auftritte wie bei Stefan Raabs TV Total und auch bei einer ihm gewidmeten Jorge-Woche machten ihn schlagartig in Deutschland bekannt. Der gebürtige Kubaner ist aber nicht nur auf High Heels ein Ass. Er arbeitet seit Jahren als Imageberater und Stylist für prominente Persönlichkeiten und zählt zu den besten Choreografen und Organisatoren von Fashion-Shows bekannter Marken. Seine erste eigene Fashion-Kollektion Chicas Walk Presented bei Bonprix war schon 10 Tage nach ihrem Launch bei bonprix.de vergriffen. Märkte wie die USA, Russland, die Türkei oder Japan wollen seine Kollektion nun ebenfalls einführen. Wir sind stolz, dass Jorge heute unser Gast ist und sagen herzlich willkommen. Jorge, vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Du siehst mal wieder einfach atemberaubend schön aus. Danke, Chicas. Ganz danke, toll. Danke. Ich freue mich sehr. Ich sehe schon, du blätterst fleißig in der Zeitschrift. Hast du schon was Schönes gefunden? Ja, natürlich, immer wieder. Ich meine, ich immer blätter in vielen Magazinen, weil ich kriege so viele Inspirationen. Aber eigentlich bin ich mehr im Internet unterwegs. Weißt du, weil dort der Angebot ist großartig, du kriegst alles. Aber Jorge, sag mal, du bist ja Profi, was High Heels angeht. Ich frage mich, tut es dir denn nicht weh? Ich glaube, das ist wie ein Ja, ein Nein, weil ich habe es total sehr vergessen, dass ich High Heels habe. Aber meine Omi hat mir einen Tipp gegeben, nächsten Tag heiße Bad mit Zitrone. Einfach frische Zitrone? Frische Zitrone und danach so mit der Zitrone machen, so. An den Ballen? Genau, Ballen oder Fersen und das. Echt? Ja, perfekt. Gott sei Dank machen wir diese Sendung hier. Jetzt weiß ich endlich, was mir dagegen hilft. Aber du machst ja nicht nur heißes Bad mit Zitrone, sondern du machst auch noch Schuhe. Ja. Und wir haben hier eine Menge Auswahl an neuen Trends. Wir haben hier Blockabsätze. Und erzähl mal, was passiert da? Du weißt, der ganze Trend von dieser Sommerkollektion ist bunt. Bunt. Viele bunte Schuhe, diese Color Blocking und diese Retro Look. Und natürlich die Keilabsätze oder Blockabsätze. Ich glaube, du trägst viele von ihnen. Ja, ja, schon. Also Plateauschuhe auch. Und es ist natürlich auch eine kleine Mogelpackung eigentlich. Denn das tut den Füßen ja nicht so weh und man ist trotzdem viel größer. Ich finde ganz toll, auch in der High Heels, weißt du? Diese inneren Plateau. Mhm. Und dann. Mehr bequem. Ja. Ja, er macht eine sehr schöne Form. Ich sehe, dass der Designer heutzutage, wie ich habe gemacht, gibt es wirklich keine Grenzen mehr in dem Design von den Absätzen. Grenzenlos finde ich in der Mode wunderbar. Und wie das genau aussieht, das sehen wir jetzt hier. Kräftige Farben sind 2012 total in. Auch in den Schuhregalen wird's knallbunt. Sandalen, Peeptoes, Wedges und Sneaker strahlen in den wildesten Farbkombinationen um die Wette. Gelb-lila oder pink-blau begeistern alle Modemutigen. Auch die Absätze gibt es in den unterschiedlichsten Formen. Mini-Maxi, Killer-Heels, Wedges, Blockabsätze. Für jeden Geschmack ist die richtige Form dabei. Und wer es nicht ganz so bunt mag, der trägt Schuhe zwar in dezenteren Farben, aber mit knalligen Akzenten wie farbigen Bändern, zweifarbigen Flechtmustern oder farbigen Lochungen. Jorge, in letzter Zeit sieht man ja des Öfteren wieder diese PVC-Schuhe auf den Laufstegen, zum Beispiel bei Marc Jacobs oder Philipp Lim. Genau. Und das gab es ja eigentlich schon mal, weißt du noch? In den 90ern gab es das. Ich habe von meiner Mama noch von Karl Lagerfeld solche Schuhe. Mhm. Auch Paco Rabanne hat das viel gemacht. Ja. Und das ist so ein total Trend, ich sehe bei vielen Promis, aber ich sage, diese Schuhe braucht man viele Pediküre. Ja, weil man immer den schönen Fuß sieht. Ja, genau. Ich kann mich erinnern, als ich mich in diese alten Schuhe von meiner Mama von Karl Lagerfeld reingequetscht habe. Mhm. Also erstens ist es total schwer, da reinzukommen auch, weil es ja so klebt, der Fuß klebt da so dran. Ja. Aber es sieht gut aus. Irgendwie ist es sexy auch. Ne? Ist sexy. Du musst ein bisschen Puder, gehst du rein und dann ist okay. Jorge, ich liebe dich, danke. Ich muss dich die ganze Zeit jetzt nur noch Tipps aber fragen. Nicht an Creme. Also nicht Puder, Puder. Babypuder. Dann kommst
das gereicht. Geil. Was ist denn mit sportlichen Frauen? Bleibt es bei den Sneakers oder kommen da die Sneakers auch irgendwie hoch hinaus? Die Designer haben wirklich jetzt etwas ganz Tolles auf den Markt gebracht. Mhm. Die haben Turnschuhe mit innenliegenden Kalkabsätzen. Und sind sie bequem, sehen toll aus und natürlich voll sportliche Frau auch im Alltag mit Minirock, mit Jeans, mit Cocktailkleidung, mhm, sieht super aus. Ich werde nicht sagen, das ist sehr oft wie die High Heels, aber das ist die sportliche Variante. Falls ihr nicht wisst, über welche Schuhe wir sprechen, die so hoch hinausgehen, dann schaut es euch bitte jetzt hier an. Wer 2012 richtig auftrumpfen will, der trägt Sneakers gepaart mit Wedges. Das sind Turnschuhe mit Absätzen, die fantastisch lange Beine machen. Noch dazu super bequem und in sämtlichen Variationen erhältlich. Mit Kyle bekommt das Sportoutfit mit diesen High-Up-Sneakers das gewisse Etwas. Natürlich hat sich dieser Trend schon bis nach Hollywood herumgesprochen. Und so sieht man Stars wie Heidi Klum, Kate Hudson oder Miranda Kerr in den heißen Tretern. Sportlich, aber sexy. Ein toller Style. Mädels, ihr seht also, dieses Jahr ist es ganz schön bunt und farbenfroh. Und ob es im Herbst auch so bleibt, das sehen wir jetzt im 2-4-Fashion-Trendtipp. Hallihallo und herzlich willkommen zum 2-4-Fashion-Trendtipp. Heute geht es um Schuhe. Und wie alle anderen Frauen sind Katrin und ich vernarrt in Schuhe und haben schon abertausendmal auf dem Blog darüber berichtet. Während ich noch vernarrt in Sneaker bin, wie man sehen kann, bleibt Katrin den High Heels treu. Traf in Paris Silvia, die Queen of Heels, besuchte bereits einen High Heel Workshop in New York und kürte, ebenfalls im Big Apple, Miss Plateau. Bei hohen Schuhen gibt es absolut keine Regeln, wobei der Trend zu Keilabsätzen oder zu Blockabsätzen führt. Man kann sie super zu Shorts tragen, zu Maxi-Kleidern, zu Röcken. Es sieht alles einfach total gut aus. Bei Bloggern sind besonders beliebt Jeffrey Campbells und Litas, die zwar nach einer Zeit höllisch wehtun, aber richtig gut aussehen. Es gibt sie in verschiedenen Mustern und Farben und lassen sich auch gut zu allen möglichen ausgefallenen Outfits kombinieren, die man auf der Fashion Week so sehen kann. Und der Trick ist, wenn die hohen Schuhe nach einer langen Zeit drücken und wehtun, dann auf jeden Fall flache Ballerinas mit einpacken und dann einfach austauschen die Schuhe. Das war's auch für heute. Bis dann. Tschüss. So, ich würde sagen, wir sind jetzt Fashion-Experten in Sachen Schuhe. Vielen Dank, Holke, dass du da warst. Ich Dankeschön. Wünsche dir weiterhin, dass du fleißig bist mit deinen Schuhkollektionen. Genau, Chicas Work. Wow, wow, wow. Ja. Vielen Dank nochmal. Und euer Modehunger wird das nächste Mal gestillt mit der Hamburger Designerin Katrin Weber. Die besuche ich und die zeigt uns alles, was mit Mustern und Prints zu tun hat. Und in der Zwischenzeit geht doch einfach auf den Fashion-Blog 2-4-Fashion und erfahrt da die neuesten Trends. Mua. Ciao, peace out. Adios.